Hallo Leute, willkommen bei diesem etwas anderen Sims 4 Let's Play Video. Ich habe mir hier vier Künstler gebastelt, drei Elfen und einen Held, und habe denen künstlerische Fähigkeiten gegeben, aber nicht zu viel. Ja, damit ihre Bilder nicht zu teuer werden. Und ich habe ihnen außerdem Kameras besorgt und ihnen Fotografierfähigkeiten gegeben. Die Kameras, die stecke ich mal in ihre Inventare. Die sollen nämlich schicke Bilder malen und Fotos machen. Hauptsächlich Landschaftsbilder, aber vielleicht auch ein paar Elfenbilder. Darum habe ich hier die, habe ich die auch so ein bisschen ausstaffiert. Und ja, damit ich eine schöne Bildersammlung für meine Bauten habe. Und ich gebe denen einfach mal jedem was zu tun, damit die schon mal beschäftigt sind. Und dann erzähle ich euch, wie ich zu dieser verrückten Idee gekommen bin. Also mal ein großes Gemälde nach Vorlage. So, die haben jetzt alle Malerei Level 3. Dann können die nach Vorlage malen. Und die Bilder werden aber noch nicht so teuer. Ah, jetzt geht's schon los. Jetzt muss ich hier irgendwas Hübsches aussuchen. Ich hoffe, ich finde ein hübsches Motiv. Ich habe die jetzt extra auf die Insel von Windenburg gesetzt, weil ich dachte mir, da finde ich hübsche Landschaftsmotive. So, vielleicht einfach ein Baum. Okay, die zweite wird jetzt auch gleich anfangen und danach sage ich dann der dritten, dass sie was malen sollen. So, ich dachte ja, ich kriege auch, das ist doch ganz schön hier, so Meer mit irgendwie so Gestrüpp und im Hintergrund eine Insel. Ja, auf sowas habe ich gehofft, genau auf sowas. So, jetzt du gehst mal hier hin, die haben dann auch alle unterschiedliche Blickwinkel und du gehst hier hin zum Malen, so. Okay, jetzt geht die Auswahl gleich wieder los. So. Naja, da könnte ich ja vielleicht den rennenden Helden. Tja, da müsste ich jetzt noch näher rankommen können. Sonst wäre das ein tolles Motiv. Ja, na dann mache ich hier vielleicht lieber Segelboote am Wasser. Das ist doch auch ein tolles Motiv. Gut, und jetzt rennt er dahin. Jawohl, mal gucken, was wir bei ihm für Ausschnitte kriegen. Ja, malende Elfe könnte man machen. Interessante Baum- und Felsmotive. Und was haben wir da? Das sieht auch nicht schlecht aus. Ah, da habe ich noch so Staffeleien auf ein anderes Grundstück gestellt. Ansonsten ist hier auch... Ja, hier könnte man auch so ein Meermotiv machen. Ja, das sieht dann ein bisschen anders aus. Ah, das ist schon sehr ähnlich wie das... wie das zweite. Aber das schadet vielleicht gar nichts, wenn die etwas ähnlich sind. Oder so? Nee, schon näher ran. So. Und jetzt malt ihr mal alle schön los. Vielleicht auch in Fullspeed. Statt zu essen und nach Hause und schlafen und so, haben die einen Briefkasten gekriegt. Und ich bin sozusagen im Cheat-Modus und ich habe all deren Bedürfnisse hochgecheatet und den Bedürfnisabbau abgestellt. Das ist also mal was völlig anderes als sonst in meinen ganzen Challenges und so, wo es immer darum geht, oh, da muss schon wieder jemand pinkeln und ist hungrig und müde. Die werden nicht hungrig und müde. Die malen einfach immer. Und ich hoffe, dass sie auch nach einer Weile noch Freude daran haben. Vielleicht muss ich sie dann auch irgendwann mal was anderes machen lassen. Ha, die erste ist schon fertig. Das ging ja zackig, ey. Super, mal gut. Machen wir mal langsam.
Ja, diese Bilder werden leider immer so ein Wunderbar. bisschen körnig, aber ich finde, das ist schon mal ganz gut gelungen. Und es kostet 144 Simoleons. Das ist doch bezahlbar. Ja, normale Qualität, das ist in Ordnung. Das Begrüßungskomitee beende ich mal, dafür haben wir keine Zeit. Das wird jetzt gerahmt und ins Inventar gesteckt. Stecken wir mal alle Bilder bei ihr ins Inventar. Gut. Jo, lass ruhig mal den. Schon ist er weg. Okay, du kannst einfach vielleicht mal noch eins malen. So. Ich hoffe, wir kriegen noch einen interessanten anderen Blickwinkel. Ja, das sieht doch ganz hübsch aus. Ja. Ja, mit dem hier so. So. Ja, ich denke mal, so mache ich das. Okay, dann mal schön. Mal gucken, die anderen. Die haben auch keine eigene, wie heißt das? Also, die tun von selber gar nichts. Das habe ich denen auch verboten, sozusagen. Damit die immer brav bei ihren Staffeleien stehen bleiben. So. Die kommen schneller voran, als ich erklären kann. Ach, sorry. Du bist das ja. Hier, nochmal. Nach Vorlage malen. So. Jetzt kriegen wir hier wieder eine Auswahl. Ich sehe schon, da muss ich die demnächst auch schon wieder für eine andere Auswahl sorgen. Aber ich kann Ihnen ja auch hier Sachen hinstellen, die schön aussehen. Die haben auch ordentlich Geld. Habe ich denen auch gecheatet. Und dann kann ich hier beispielsweise, das mache ich gerade mal, einfach mal einen Blumenstrauß hier hinstellen. So, Deko. Und da kann man viele Blumensträuße machen. Also einerseits hier so die klassischen, die da. Vielleicht mache ich den mal ein bisschen größer, damit man den dann auch besser sieht. So, ich hoffe, das ist kein Fehler. Und natürlich die Sonnenblumen. Denn Sonnenblumen sind ja wohl irgendwie der Klassiker zu malen. Vielleicht mache ich den auch größer. Ich hoffe, ich kriege dann keine Staffeleien ins Bild. Aber das werde ich sehen, wie das funktioniert. Und dieses hier, das stelle ich mal bei der anderen hin. So, mit Natur im Hintergrund. So. Und dann sehen wir mal, wie das läuft. Also die Idee ist mir gekommen, als ich gesehen habe, wie der Fremdling ein Starterhaus gebaut hat. Gerade als ich auch ein Starterhaus gebaut habe. Und der hat in seinem Starterhaus ganz tolle Bilder drin untergebracht. Und die hat er aus der Galerie runtergeladen, denn es gibt Leute, die machen, so wie ich jetzt, machen Bilder, diese dann in Räume packen und die kann man dann nehmen, um seine Räume zu dekorieren. Das ist dann kein Custom Content, sondern das ist alles noch Base Game und ganz normal. Das sieht jetzt schon sehr schlicht aus, aber ich finde, hat schöne Farben. So. Jetzt stellen wir dem vielleicht auch irgendwas hin. So. Was können wir dem denn hinstellen? Vielleicht so eine kleine Palme. Oder ob sowas hübsch aussieht. Ich lasse ihn mal sowas machen. Mal gucken, wie das kommt. Ich fange jetzt ja auch gerade erst an, damit sowas zu machen. Andere machen da oft ganz raffinierte Tricks. Also die holen sich wohl selber Custom Content in ihr Spiel und malen das dann. Und dann hat man das selber ohne Custom Content. Ist auch eine coole Idee, finde ich. Aber ich will das einfach mit hier normalen Hausmitteln machen. Die sollen durch die Safe and
die Gegend gehen und Fotos machen und malen. Jetzt momentan lasse ich sie ja gerade malen. Wenn die hier zu hoch leveln mit der Malereifähigkeit und die Bilder zu teuer werden, dann muss ich die natürlich wieder runtersetzen. Ah, hier, sie ist schon wieder fertig. Das geht ja wie am. Nee, sie ist nicht fertig. Es sieht auch noch nicht fertig aus. So, sind sie alle schön am Malen, das ist gut. Und ja, ich werde dann mit den Bildern, mit den gelungenen Bildern von denen so kleine Räume machen, die in die Galerie stellen und die kann man dann runterladen und dann könnt ihr diese Bilder nutzen für eure Bauten und ich auch. Und ich versuche die jetzt halt alle möglichst billig zu machen, damit ich damit Starterhäuser dekorieren kann. Denn für Starterhäuser sind die normalen Bilder meistens viel zu teuer. Das finde ich jetzt ziemlich gelungen. Hast du gut gemacht. Und kostet 150. Das kann man sich für so ein Starterhaus gerade noch leisten. Und ist dann ein schönes, großes Bild. So, und jetzt malst du wieder nach Vorlage. Nehmen wir wieder so ein großes. Später mache ich dann auch andere Formate. Jetzt gucken wir mal. Oh, da ist die Staffelei im Weg. Dann gucken wir das andere. Ja, das passt. Das ist doch gut. Wunderbar. So. Dann mache ich auch Obstteller und alles Mögliche. Ich denke mal, das ist ein längeres Projekt. Ich werde da eine ganze Weile mit beschäftigt sein. Aber ich dachte mir, ich mache den Anfang einfach mal als Let's Play, damit ihr seht, was ich da Verrücktes treibe. Und ich denke mal schon, nach der ersten Runde wird so ein Raum mit Bildern auch zusammenkommen. Und ja, ich schicke die natürlich auch an verschiedene Plätze. Und zu essen brauchen sie immer nicht und erleben aber alles Mögliche bei ihren Malabenteuern. So stelle ich mir das irgendwie vor. Ja, und wenn ich dann ein Starterhaus baue, dann, oh, so eine Rose ist doch fein. Ja, die kann ich sogar hier positionieren. Sehr gut. Und wenn ihr das irgendwie lustig findet, hier sowas, ja, solche Bilderproduktion, könnt ihr das natürlich auch machen. So, das wird doch ein schönes Bild. Ja, meine künftigen Starterhäuser werden also dann hoffentlich immer schöne Bilder enthalten, zumindest ein paar. Die Fotos, die werden sogar noch billiger. Die kosten dann, glaube ich, nur so 10 Simoleons oder so. Das kann man sich in einem Starterhaus noch leisten. Und dann sind die Starterhäuser nicht mehr so kahl. Ja. Gut, ich denke mal, fürs Erste mache ich hier jetzt mal Schluss. Ich melde mich dann noch mal kurz. Wenn ich so einen Raum fertig habe, den zeige ich euch dann. Und dann lade ich den hoch in die Galerie. Okay. So, inzwischen ist es Abend geworden und zu dunkel zum Fotografieren und sinnvoll malen. Und darum habe ich Ihnen jetzt einfach mal so einen Spieltisch gekauft und eine Lampe, damit Sie die Nacht mit Spielen verbringen können und guter Laune sind und morgen wieder freudig weitermalen können. Sie haben viel geschafft und hier die eine, diese da, die habe ich auch zum Fotografieren geschickt und die hat auch tolle Sachen fotografiert. Mondaufgang mit tollen Wolken und so. Hier. Da. Sowas zum Beispiel. Finde ich richtig klasse. Möchte ich gerne in meine Häuser reinhängen. Ja. Ich lasse die jetzt also erstmal die Nacht spielen und dann morgen vielleicht noch ein bisschen malen. Vielleicht auch Sonnenaufgang und so. Und dann werde ich mal den ersten Raum bauen mit Bildern. Also das ist dann nur so ein ganz schmaler Raum, wie so eine Art Schaufenster oder so. Da hänge ich die Bilder rein und das lade ich dann hoch. Okay. So, jetzt ist wieder Tag. Und ich habe noch ein paar Tagfotos gemacht.
Und die anderen drei, die spielen noch immer. Ich habe jetzt auch schon ziemlich viel zusammengekriegt dafür, dass ich jetzt erstmal nur eine Runde gemacht habe, sozusagen. Da gibt es ja noch unglaublich viel zu entdecken. Also Sachen, die man malen kann und Landschaften, die man malen kann. Leider sind die Malereien ja immer so verschwommen, ne? Sagen wir mal impressionistisch. Das sind die einfach immer. Selbst wenn man einen hohen Level hat, dann wird das auch nicht viel besser. Aber ich finde, es ist, sagen wir mal, ein interessanter Kunststil. Und ja, hier sind so Landschaftsbilder und hier haben sie Blumen gemalt. Das finde ich eigentlich schon mal recht gefällig. Damit kann man eine Wohnung schon ein bisschen ausgestalten. Und das ist jetzt alles etwas gelblastig, aber man kann natürlich, also ich werde das auch noch mit anderen Hintergrundfarben machen und so, dass das einfach unterschiedlich aussieht. Die Fotos, die haben eine viel bessere Darstellungsqualität. Es sind halt Fotos, aber ich finde, wenn man hier so Landschaften hat, das sieht schon irgendwie richtig klasse aus, finde ich. Und man kann die auch noch vergrößern, wenn man da im Baumodus ist. Habe ich dich? Jawohl. So, also dann sind das schon wandfüllende Bilder. Und ich gucke gleich mal, was das kostet, wenn ich wieder im anderen Modus bin. Ja, 28 Simoleons ist halt hervorragende Qualität, weil die so gut fotografiert. Aber mit 28 Simoleons kann man schon mal das eine oder andere Bild in die Zimmer hängen, auch bei Starterhäusern. Hier ein Baum und da, also fotomäßig habe ich irgendwie eine größere Ausbeute, ist ja eigentlich logisch. Und da habe ich dann die verschiedenen Blumen und hier die Bäume, das gefällt mir besonders gut. Wo man hier so dieses Cliff sieht, wie die Bäume draufstehen. Ja, das findet man da, wo die Sonne da hinter dem Baum untergeht. Und hier habe ich den Mond erwischt beim Aufgang. Der Sonnenaufgang sah nicht so gut aus, darum habe ich den auch weder fotografiert noch gemalt. Aber das mit dem Mond und diesen Wolken, diesen dramatischen Wolken, das hat mir schon sehr gut gefallen. Ja, also diesen Raum, den werde ich jetzt in die Galerie hochladen. Da könnt ihr den runterladen. Bei Omar Tanner ist meine Origin-ID. Und ich werde die wohl auch noch weiter malen lassen. Und dann schauen wir mal, was die noch so alles hinkriegen. Immer wenn die so eine Runde durch haben, mache ich einen Raum und lade den hoch. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe hier auch viele andere Sachen zu tun, meine Let's Plays und Bauten und so. Ich werde also da nicht ständig mit denen auf Maltour gehen, aber immer mal wieder, allein schon aus Eigeninteresse, damit ich meine Bauten schön dekorieren kann und damit ihr auch was Schönes zum Dekorieren habt. Gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!